Kennst du Hans? Ja, grüß euch, bin's der Franz. Heute sind wir auf dem Ebnerjoch, wie versprochen. Ja, 1957 Höhenmeter. Wunderschöne Aussicht über alles. Schön Aachensee ist hinter uns. Wir verraten euch, wir haben die ganze Tour in einer halben Stunde mit ein bisschen Zauberei geschafft. Ja, genau. Viel Spaß. Herr Hans? Ja? Jetzt haben Sie wieder versaut. Jetzt ist da ein Wegweiser. Da steht nicht drauf, wo es hingeht. Jetzt frage ich mich, woran hat das gelegen? Das fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ja, ist so. Gehen wir weiter. Wie viele Hände hat der Oktopus? 100.000 Hände. Aufwärts! Ja, je, aber. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Wird schon. Ja, war schön, man wird nicht jünger. Ja, wird nichts nutzen, dann müssen wir eine Abkürzung nehmen. Ja, aber wo? Und wie? Ja. Die Abkürzungen sind meistens auch wieder so anstrengend. Ein Ur-Ur-Ur-Enkel aus meiner Zukunft hat mir mal erzählt, da gibt es einen Berglift. Ein Berglift? Ja. Wo ist denn der? Da müssen wir einen Spruch wieder sagen, dann wird sicher funktionieren. Aha. War schön, wie er geht. So, ja, du meinst den Zwiefel, Zweifel. Der Krass, ja. Ja, passt, den okay. Machen wir. Dann. Zwiefel, Zweifel, Zerchenkrass, grauer Bauer, werd nicht sauer, Hex. Und Franz, was sagst du? Schwer nicht. So leicht kann's gehen, gell? Bei Fleine. Ja, Barry. Ja, bestellen wir was. Ja, bestellen wir was. Was war denn jetzt gut so? Bier, ne? Zwei Warzen. Aber. Ja. Zwei Warzen, bitteschön. Danke. Zum Wohle. Zum Wohle. Also, ich will aber beim Tisch. Dein Fleisch. Kann ich mir nehmen. Die mir nehmen, gell. Ja. Aber schau doch mal den Schaubenkorn um. Aber. Franz? Ja? Ich glaub nicht, was es da zum Bestellen gibt. Was gibt's denn da? Zach, oder? Ma wann, hey. Zach. Aber schauen wir mal, was da noch gibt. Na, was die alles haben, ha? Aber schauen wir mal da beim Eis, was da gibt. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Hey gut, also, das ist nicht meins, gell? Da kann ich nichts damit anfangen. Aber, weißt du, was die da noch haben? Ein Klassiker, die Nudelsuppe. Hau dich weg, zieh's dir rein, lass uns Männer sein. Krieg dich ein, zieh ne Leine, zu fett kann man niemals sein. Na Wahnsinn, ja, das gefällt mir. Weißt du was, das nimm ich, aber mit Knödel und Kraut. Mahlzeit. Jetzt habe ich auch mal einen Verbrauchertipp für euch. Wenn man es öfters in den Medien gesehen hat, vor allem in den TikTok,
was immer das für Bätzchen ist, die Kinder schrecken mit den Exorzisten tanzt auch. Kinder, ich sag's euch, lasst den Bätzchen, lasst ihn in Ruhe. Für euch. So, grüß euch. Also, wie da jetzt im Hintergrund seht, geht der Weg auch. Das ist gut so, weil in Tirol geht es immer bergauf. Es geht auch. Manchmal geht es auch. Selten geht es auch. Und ganz selten geht es auch. Aber wenn es auch geht, hast du was falsch gemacht. Ja, vielen Dank. Ja, der Stauken hat gut getan. Beichel ist wieder voll. Energie hat sich im ganzen Körper ausgebreitet. Und jetzt gehen wir gemütlich auch, oder? Wir sind da jetzt auf ein Dreiviertel ungefähr um oder zwei Drittel oder sieben Sechzehntel. Ich glaube, es sind acht Zehntel. Acht Zehntel? Ja. Schnaps oder Bier? Vielleicht allein sieben Zehntel. Also. Bin mir noch jetzt nicht ganz sicher. Also so um den Tag. Was ich eigentlich sagen wollte, schau euch da mal das Panorama hinter mir um. Da, schön. Aber das Beste kommt immer zum Schluss, gell? Franz? Ja, trotzdem muss man sagen, gell? Live ist immer besser. Oh ja. Also, Ebner Joch, auch im Denk, vielleicht sieht man sich. Vielen Dank. Hallo Franz? Ja, und? Ja. Ja, für die Touristen halt, war schön. Aber er ist jetzt nichts für uns, oder? War ja langweilig. Ich meine, wir nehmen einen schweren Weg. He? Schau dir mal um da. Gehen wir, oder? Also ich meine, das ist nicht der schwere Weg, das ist der normale Weg. Aber ja, da gehen wir auch. Das machen wir gleich. Und los geht's. Na, schau. Da kannst du die Füße ein bisschen entlasten. Eine super angenehme Sache. Aber da habe ich einen Verbrauchertipp für ein Kleidchen, gell? Lasst die billigen Schuhe daheim. Da braucht schon gescheite Schuhe. Ja, schau mal, Hans. Ja. Wie der Weg weitergeht. Mal sehen. Ah, wann. Da war's auf Reit. Ja, voll die Gaude. Was schön, der Steinbock. Der muss da aufgeritzen. Und das mach ich jetzt. Mal schön, der Steinbock da. Das ist schon mal ein Weg. Ist auch geschenkt. Aber es ist immer gut, wenn du einen Hut dabei hast. Er schützt vor der Sonne und hat immer einen feinen Wind. Gehen wir weiter. Jo, Hut tut gut. Ein jeder braucht einen stillen Ort, so auch. Also ich sag's euch, damit ihr gut versteht, da ist ein Weg steiler hören. Aua, da ist ein Junge gestochen. Ungestört spielen will, der macht
das Türchen zu. Es gibt ein stilles Örtchen, gemütlich und so klein. Das Töchse, der Verbrauchertipp. Ja, wenn's einmal wieder steiler wird, gell? Da kann man ruhig einmal fluchen. Es hilft. Vielen Dank. Am Kleid ganz anders dreht. Ui, die sind alt geworden und die Augen sind gestorben. Du lieb. Und gestern ist heut geworden und heut ist... Unglaublich, Leute. Unglaublich. Bank ist aber nicht zum Draufstehen, gell? Hans, was sagst du? Schön. Sehr krass. Na schau, da unten, der Achensee. Sein Ahandl, der Bauer gibt sein Föhn. Der Bull, der gibt sein Dirndl, so wie's auf der Böhn. So lauf der hohen Ulm, wohl über die höchste Schneid. Bei meiner Sennerin, wo bist mein frei? Der Weg zu mein Dirndl, die Stohani, die Stohani, die Stohani. Drum geh's am liebsten verloren.